Im südlichen Rheinland-Pfalz liegt Speyer. Speyer ist eine Stadt der Rekorde. Da ist zum einen das Altpörtl, 55 Meter hoch und eines der höchsten Stadttore Deutschlands. Aber auch der mächtige Kaiserdom gilt als der größte romanische Kirchenbau der Welt. Er prägt seit ungefähr 1025 die Silhouette Speyers. Und nicht zu vergessen natürlich das Brezelfest, das wohl größte Volksfest am Oberrhein. Dabei darf es vor allem bei letzterem an drei Dingen nicht fehlen. Erstens den unzähligen Fahrgeschäften. Von Autoscootern, liebevoll auch Boxautos genannt, über Kettenkarussells, für groß und klein bis hin zum Riesenrad ist alles vorhanden. Von hier aus kann man übrigens das ganze Spektakel von oben überblicken. Zweitens, selbstverständlich die Grundlagen für das leibliche Wohl. Hier darf es an jeder Menge Brezeln nicht fehlen. Diese stärken die Brezelfestbesucher und machen gute Laune auf dem Festplatz. Und natürlich drittens die Dirndl. Halt, Dirndl? Diese traditionellen und farbenfrohen Gewänder ist man doch eher von der Wiesn, also dem Münchner Oktoberfest, gewohnt. Inzwischen warten sogar schon hunderte von Dirndlträgerinnen vor dem Speyerer Festzelt. Grund genug, der Sache mal auf den Zahn zu fühlen. Warum tragen Sie heute Dirndl? Weil ich gerne auf so Feste gehe und ein Dirndl trage. Ich trage heute Dirndl, weil wir uns alle aufgebrezelt haben, um den Rekord zu holen. Ja, wir wollen gewinnen. Also ich muss das ehrlich sagen, ich bin vom Karnevalsverein oder Stadt, ich mache jeden Scheiß mit. Ein Rekordversuch mit Dirndln? Dies scheint doch mehr ein Gag als ein wirklicher Wettbewerb zu sein. Oder machen die Speyerer vielleicht doch ernst? Thomas Zander vom Fremdenverkehrsverein weiß da mehr. Der Initiator war innerhalb des Dirndl-Komitees der Franz Hammer. Er hat es mitgebracht, hat es mit uns abgesprochen und wir waren begeistert, haben es in den Vorstand des Verkehrsvereins hineintransportiert und haben gesagt, wir wollen das durchziehen. Und dann haben wir uns selbstständig gemacht, sind auf die Walz gegangen und Sie sehen das Ergebnis. Wir haben 100 Meter Warteschlangen auf der Seite hier ins Festplatz. Wir werden das heute Abend rocken. Da bin ich absolut überzeugt. Wir schaffen es. Und ob er recht behält, wird sich noch zeigen. Noch ist das Festzelt überschaubar mit Besuchern gefüllt. Doch schon kurze Zeit später drängen immer mehr rekordhungrige Dirndlträgerinnen in das Festzelt, bis es schließlich zum Bersten gefüllt ist. Da tut das lange Warten auf den Einlass der Stimmung keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil, wie uns die Teilnehmerinnen versichern. Sau stark. Super. Sehr heiß raus, viele Leute. Schön. Denken Sie, dass Sie den Rekord geholt haben? Ich weiß es nicht. Lass mal uns überraschen. Einer der offiziellen Zeugen am heutigen Tag ist Notar Dr. Axel Wilke. Er ist sicherlich... Also ganz cool, weil wir schaffen es locker. Das wird ein wunderbares Ding heute Mittag. Wir schaffen das, wir haben genügend Frauen draußen stehen. Das wird der Rekord aller Rekorde. Er hat die ehrenvolle Aufgabe, alle Dirndl mitsamt ihren Trägerinnen zu betrachten und durchzuzählen. Und das Zählen kann dauern, bis dann endlich Punkt 19 Uhr von Howard Bieri das amtliche Ergebnis bekannt gegeben wird. Und die Zahl, die ich lesen muss, leider hat es dieses Jahr für Straubing nicht geklappt. 1973! Nun heißt es erstmal den Sieg feiern. Nicht nur bei den Veranstaltern, sondern auch im Festzelt. Auch Franz Hammer, verantwortlich für den Rekord in Speyer, ist sichtlich erleichtert. Zählen durften wir nur im Veranstaltungsbereich, das waren 1973. Und draußen, die man nicht mehr reinlassen durften, waren es weit über 270, sind nochmal gezählt worden, aber es waren viel mehr. Auch wenn für nächstes Jahr noch kein neuer Weltrekord geplant ist, spätestens seit heute steht fest, Speyer ist und bleibt die Stadt der Rekorde.